Ein Hollywood-Star, der offen darüber spricht, während der Quarantäne in Therapie gewesen zu sein. Und Ariana Grande stellt ihren 20. Weltrekord auf. Das und mehr gibt's jetzt für euch bei Push am Mittwochnachmittag. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Das Bundeskanzleramt in Deutschland will den Lockdown noch bis zum 14. März verlängern. Das geht aus einer aktualisierten Beschlussvorlage für die Beratungen mit den Bundesländern heute hervor. Friseursalons sollen unter Auflagen ab dem 1. März wieder öffnen dürfen. Für die Öffnung des Einzelhandels wird noch kein Datum genannt. Über die Öffnung von Schulen und Kindertagesstätten sollen die Länder aber selbst entscheiden. Ein Mitglied der WHO-Expertenmission zur Untersuchung der Herkunft des Coronavirus hat den neuen US-Präsidenten Joe Biden vor Informationen der US-Geheimdienste über den Ursprung der Pandemie in China gewarnt. Bitte stützen Sie sich nicht zu sehr auf den US-Geheimdienst, sagt Peter Daszak von der Mission der WHO in China heute via Twitter. Unter Donald Trump sei die Aufklärungsarbeit stärker entkoppelt worden. Die Dienste hätten nun schlichtweg falsche Informationen zu vielen Aspekten. Biden müsse bei diesem Thema deshalb selbst genauer hinsehen, fordert Daszak. Na, was habt ihr heuer zum Valentinstag vor? Fein essen gehen, ein Candlelight-Dinner oder mit Freundinnen einen draufmachen? Ja, schön wär's. Dieser Plan geht mal nicht auf. Das bedeutet aber nicht, dass man sich nichts schenken kann. Viele ÖsterreicherInnen planen auch dieses Jahr, ihre Liebsten mit Geschenken zum Valentinstag zu überraschen. Im Schnitt werden heuer pro Kopf 72 Euro für Präsente ausgegeben. Das ist ein neuer Rekord. HändlerInnen dürfen sich also auf Mehreinnahmen von rund 110 Millionen Euro freuen. Beliebt sind nach wie vor Blumen, Schokolade, Gutscheine und nichtmaterielle Geschenke wie Ausflüge, aber auch Alkohol, Kosmetikprodukte und Parfums lassen Frauen- und Männerherzen höher schlagen. Auf Zoom, Skype und Co. habt ihr bestimmt auch schon mal die lustigen Filter entdeckt. Während dem Telefonieren kann man einen lustigen Filter übers Gesicht klatschen, wie zum Beispiel einen Katzenfilter. Und im Freundeskreis oder im Verwandtenkreis ist das ziemlich witzig. Wenn das aber dann bei einem Arbeitscall passiert, vielleicht nicht so. Vor allem, wenn es um eine Gerichtsanhörung geht. Ein Anwalt hat via Zoom an einer Anhörung teilgenommen und vergessen, den Katzenfilter rauszugeben. Alle haben ihn also als weiße, fluffige Katze gesehen. Das Video endet damit, dass andere dem Anwalt erklären, wie er diesen Filter wieder wegbekommt und entfernen kann. Das Katzenanwalt-Video wurde noch am selben Tag fast 500.000 Mal angeschaut. So, und diese Meldung kann ich euch als stolze Oberösterreicherin natürlich nicht vorenthalten. Für den Papst gibt's Butter aus Oberösterreich, richtig. 100.000 und Stück der Teebutter braucht der Vatikan pro Jahr. Und da ihm die Butter aus Oberösterreich am besten schmeckt, wurde nun ein Vertrag zwischen dem Vatikan und der Schärdinger Butter unterschrieben. Seit Jahrzehnten deckt der Vatikan den gesamten Butterbedarf mit dem oberösterreichischen Produkt ab und jetzt wurde der Vertrag für das Jahr 2021 verlängert. Die Corona-Krise, die geht mittlerweile echt schon jedem an die Substanz. Auch Hollywood-Stars. Jennifer Lopez hat jetzt verraten, dass sie und ihr Verlobter während der Quarantäne die Hilfe eines Therapeuten in Anspruch genommen haben. Im Magazin Allure sagte sie dazu, dass die Therapie wirklich gut für sie war, dass sie gerade zu Beginn nicht auf derselben Wellenlänge lagen. Während der Ex-Baseball-Star mit der Pandemiesituation gut zurechtgekommen ist, war J.Lo von der neuen Normalität frustriert und hat eben auch gesagt, dass sie das einfach braucht, um kreativ zu sein, herumlaufen zu können und 150% zu geben. Alex dagegen liebte die neue Situation. Er liebt es, zu Hause zu sein, Zoom-Konferenzen zu haben und mich und die Kids ständig um sich zu haben. Kaum zu glauben, Ariana Grande hat ihren 20. Weltrekord aufgestellt. Und das mit 27 Jahren. Mit ihrer neuen Single Positions ist sie wieder auf Anhieb auf Platz 1 der US-Charts eingestiegen. Somit ist sie die Künstlerin mit den meisten Liedern, die auf Platz 1 der Billboard Hot 100 debütierten. Insgesamt sind es 5. Neben Positions schafften es auch noch Thank You Next, Seven Rings, Stuck With You und Rain On Me. Weitere Weltrekorde, die der Superstar hält, sind zum Beispiel die meisten AbonnentInnen für eine Musikerin auf YouTube. Das sind mehr als 46 Millionen. Die meisten Follower auf Instagram für eine Frau, mehr als 220 Millionen. Oder der Solo-Act, der gleichzeitig die ersten drei Positionen der US-Single-Charts belegt hat.
kann man nur sagen, congratulations, Ari. Und das war's auch schon wieder mit Push. Habt noch einen schönen Mittwoch und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis bald.